willkommen bei Andreas Triebacher, Personalin aus Karlsruhe. Bekannt auch als Mr. T. Mr. T, heute wieder mit dem Finger. Und zwar auch sehr nettes, interessantes Thema. Man sieht in letzter Zeit immer öfters, was wohl? Ich bin auch ein leidenschaftlicher Mountainbiker. Ich fahre gerne draußen in der frischen Luft. Bewege mich gerne draußen. Bin ein Naturkind, wenn sie mich rauslassen. Man sieht immer häufiger E-Bikes. E-Bikes. Elektronische Fahrräder, die meinen dünnen Beinchen verhelfen, sich zu bewegen. Was sagt ihr dazu? Also, ich muss dazu sagen, dass diese Bikes, diese E-Bikes, die ja auch zum Teil sauteuer sind, ja, ihr wartet schon, was kommt jetzt? Jetzt kommt's, ne? Diese E-Bikes, die machen tatsächlich Sinn. Die machen wirklich Sinn. Das sind tolle Bikes. Ich finde die Spitzenklasse. Und zwar, jetzt kommt's, für Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, große Leistung abzufordern, damit die überhaupt mal rauskommen in die frische Luft. Damit die auch mal draußen Natur sind. Menschen, die älter sind, die einfach nicht mehr die Power haben. Da ist es okay. Oder wenn man am Hang wohnt, ich muss einen Berg hochfahren, ich bin schon 75 Jahre alt, 70 Jahre alt, 80 Jahre alt. Das sind solche Dinger interessant, auf jeden Fall. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich sehe bei meinen Touren immer mehr junge Leute. Ich bezeichne junge Leute, Leute, die 35, 40, 45 sind, bezeichne ich immer noch als junge Menschen. Weil ich selbst ja 50 bin, oder fast 50 bin. Und die sehe ich auf E-Bikes. So völlig entspannt. Vor sich hintreten. Pedalieren, sagt der eine oder andere. Da sind aber nur die Füße auf dem Pedal. Und hier wird der Gashebel bei manchen richtig aufgezogen. Bei manchen funktioniert auch mit dem Druck aufs Pedal. Aber man sieht dann anhand der Körpersprache, hier wird keine große Leistung abgeliefert. Wir leben doch eh in einer sehr bewegungsarmen Gesellschaft. Die meisten Menschen, die bewegen sich doch viel zu wenig. Machen dann solche Sinn, solche Bikes für jeden Sinn? Nein, meines Erachtens nicht. Weil was, wie sind wir als menschlicher Organismus gestrickt? Das wisst ihr doch ganz genau. Wir sind ein Energiesparmodell. Da wir den ganzen Tag eh schon auf dem Hintern sitzen, eh schon nicht mit dem Auto fahren, eh schon den Aufzug und die Treppe nicht nutzen, dann setzen wir uns jetzt auch in unserer Freizeit noch auf ein E-Bike. Auf ein E-Bike, das mir die Arbeit abnimmt. Ja, hallo! Das kann man machen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber es geht doch darum, wenn ich rausgehe in die frische Luft, auch ein bisschen meinen Körper zu belasten, meinen Organismus zu fordern. Warum? Weil er sonst vor lauter Schonen zugrunde geht. Ganz einfach deswegen. Deswegen wäre es doch schön, wenn der ein oder andere diesen Elektromotor ausbaut und seine Beine benutzt, sein komplettes kardiovaskuläres System inklusive sämtlicher Gelenke und inklusive sämtlicher Muskelfasern benutzt, um endlich mal diesen faulen Organismus zu bewegen. Weil der hat ja keinen Bock auf Bewegung. Und wenn da eine Automatik eingebaut ist und ich trete ein bisschen langsamer, beziehungsweise ich ziehe am Hebel ein bisschen mehr, da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, es geht über das Tretpedal, dann nimmt es dem Körper Last ab und dann fahren wir so in diesem Wohlfühlmodus, in diesem Entspannungsmodus. Ich möchte nicht schwitzen und meine Herzfrequenz soll bitte nicht über 5 Schläge höher mit der Ruhepuls gehen. Das ist das Thema Bewegung falsch verstanden. Das war's schon, also bitte nicht falsch verstehen. Für diejenigen, wo es nicht anders geht, weil sie eben einfach nicht mehr anders können. Wunderbare Erfindung. Aber für alle anderen, nutze dein System. Andreas Lienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T, zum Thema E-Bikes.